Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge Obeleron. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Aufträge erledigt und ihr seht, wir sind auch weiter fortgeschritten. Wir sind Ende September mittlerweile und vielen Dank für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Und wie im letzten Video schon gesagt, ich habe es leider nicht mehr geschafft. Deswegen kam jetzt an zwei Tagen die Elm Creek. Das heißt, heute geht es jetzt hier weiter und dann wechselt das. Morgen kommt wieder Elm Creek, da wieder hier diese schöne französische Map. Und wir müssen auch die Aufträge abschließen. Wir haben nämlich noch hier welche offen. Feld 5, 42 und 45 habe ich auch noch gemacht. Das heißt, das casht erstmal wieder ordentlich rein. Wir haben ein bisschen Aufträge erledigt. Das ist auch so das, was wir im Winter machen. Ein bisschen Aufträge machen. Und was wir auf jeden Fall bald machen müssen, sind hier diese schönen, Tomaten. Weil ihr habt gesagt, oh, warum machst du nur Salat? Nein, wir haben auch Tomaten. Erdbeeren lasse ich jetzt erstmal raus. Könnte man auch noch machen. Man kann natürlich auch alles einstellen. Hier haben wir auch frischen Salat haben wir mit dabei. Was wir allerdings als erstes abstoßen werden, ist jetzt den gemieteten Düngestreuer. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, den geben wir wieder zurück. Und da waren jetzt ein paar Liter drin. Das passt soweit. Das heißt, das Gerät ist jetzt zurückgegeben. Die Fahrzeuge müssen wir auf jeden Fall mal ein wenig reparieren und warten. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Und was wir brauchen, um halt hier diese ganzen Kalkstreuer und so weiter hier zu transportieren, hier den Kalk und so weiter, den brauchen wir jetzt erstmal nicht ausbringen. Das heißt, wir werden uns den Bredal immer mal wieder ausmieten oder mieten, wenn wir es halt brauchen. Und was ihr auch geschrieben habt, ist, den Drescher, den bräuchte ich eigentlich gar nicht. Den könnten wir eigentlich immer zur Saison mieten. Aber der ist halt unser, ne? Deswegen haben wir soweit alles ready. Ja, dann würde ich sagen, ich habe auch ein paar Mods mit reingenommen, ne? Modliste, ne? Sowohl jetzt hier auf der wunderschönen Obeleron-Map mit dabei und auch auf der Elm Creek. Link in der Videobeschreibung. Ich habe einige Mods mit draufgenommen. Unter anderem auch VCA. Dann habe ich das LSFM Tankpack mitgenommen. Hier von Farmer Andy habe ich mit draufgenommen. Dann hatte ich, was habe ich denn noch alles mit draufgenommen? Natürlich sind auch einige Mods wieder ModHub erschienen. Ich habe mir jetzt hier noch die ganzen Querneland-Geschichten, glaube ich, mit reingenommen. Ich gucke mal gerade kurz. Genau, hier. Ne, die Querneland-Geschichten habe ich mir reingenommen. Die Fastbale habe ich mir auch mit reingenommen. Und viele, viele weitere Kleinigkeiten. Manuelles Ankuppeln habe ich mit drin. Dann haben wir vom Peter AH. Von Peter AH vor allem. Von Peter AH von der Modding-Welt habe ich auch die dementsprechenden Druckluft-Sounds mit drin. Schaut euch einfach mal die Liste an. Das sind alle Mods, die ich nutze, weil ihr habt gefragt, ob es eine Modliste gibt. Die habe ich jetzt soweit angepasst. Und ich würde sagen, dass wir heute erstmal ein wenig investieren werden. Denn wir brauchen so einen kleinen, aber feinen, Hofschlepper in dem Sinne. Da dachte ich mir, ne, die Marke Schäffer ist ja mit reingekommen. Ne, und da die bieten quasi den 23E an, und zwar läuft er mit Lithium-Ionen-Akkus, ne? Das heißt, es ist ein Elektrofahrzeug, 41 PS, kostet 50.000 und ich würde sagen, den gönnen wir uns jetzt einfach, den kaufen wir uns und den werden wir dann hier platzieren. Dazu brauchen wir natürlich noch eine passende Palettengabel. Wo haben wir es? Das ist die hier, die kaufen wir uns auch nochmal. Und was wir natürlich auch noch brauchen, ist eine Ladestation, ne? Ladestation. Shift links und P, da kommt ihr ins Schnellmenü rein, direkt ins Baumenü. Unter Tools habt ihr hier, die kennt ihr schon aus dem jeweiligen Alpine-DLC aus dem 19er. Ne? Das heißt, wir müssen das Fahrzeug ja auch laden. Jetzt bin ich mal überlegen, wo ich das am besten hinpacke. Ich würde das hier vielleicht sogar hinpacken. Direkt hier vorne bei mir am Hof. Ne? Das was hier direkt hinhauen. Und da können wir dann bis zu zwei Fahrzeuge direkt laden. Ich habe auch Place Anywhere mit drauf. Das heißt, ich könnte es rein theoretisch sogar hier reinstellen. Wäre natürlich auch cool, ne? Dann stellen wir es direkt hier rein. Oder? Wollen wir es lieber draußen hinstellen? Ich weiß es nicht. Ist ja elektronisch alles, ne? Wobei draußen stehen die eigentlich auch. Das heißt, ich würde das Teil einfach mal hier hinpacken. So, wir platzieren das mal eben kurz. Mit der rechten Maustaste übrigens könnt ihr das Ganze drehen, weil da auch so ein paar Fragen waren. Ah, jetzt hat er wieder hier die Textur weggemacht. Naja, egal. So, da haben wir das schöne Teil. Wir können uns das immer eben kurz angucken. Und das Fahrzeug gucken wir uns natürlich auch gleich an. Hier können wir später dann auch noch irgendwas platzieren. Vielleicht so eine kleine Halle für die jeweiligen Gerätschaften. Hier haben wir die schöne Ladestation. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal hier zum Shop gehen. Ne? Da haben wir das schöne Fahrzeug. Und das haben wir uns heute hier gegönnt. Und wir werden uns das ein oder andere auch noch gönnen. Wir werden ein paar Sachen austauschen.
So, da ist er. Schöner Elektrosound. Wir haben früh am Morgen. Ich habe ein bisschen vorgespult, habe ein paar Aufträge gemacht. Und dann werden wir das Ganze einmal hier soweit einmal ankoppeln. Ah, jetzt habe ich hier mal das Ankoppeln, glaube ich, ausgeschaltet. Oder bei dem Fahrzeug klappt es halt leider nicht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, let's go. Fahren wir mit dem Fahrzeug einmal zu unserem Hof. Hört sich auch echt cool an. Mit dem können wir dann ganz normal auch die, die jeweiligen Kalkpaletten und so weiter transportieren. Ist ein schönes neues Fahrzeug. Ne, rein theoretisch könnte man natürlich auch die Tomatenpaletten damit verladen. Brauchen wir nicht. Die können wir per Hand aufnehmen. Genau wie auch den Salat. Denn alles bis 200 Kilogramm können wir quasi selber heben. Ne? Wir haben gut gefrühstückt. Viele haben sich auch ein bisschen über den Charakter hier lustig gemacht. Das würde doch gar nicht ich sein. Ne, bin ich auch nicht. Aber darum geht's ja nicht. Wir müssen uns aber mal ein bisschen den Gegebenheiten hier so ein bisschen anpassen. Denn es ist September. Das heißt, wir sollten uns vielleicht mal ein Jäckchen anziehen. Ne? Guck mal hinten, haben wir eine schöne Ente. Die uns so ein bisschen verfolgt. Wir lassen die mal vorbei. Und im Dezember soll ja auch ein Patch kommen, ne, der viele, viele kleine Bugs dann auch behebt. Aber alles in allem würde ich sagen, ist der LS auf jeden Fall spielbar. Der eine oder andere sieht vielleicht ein bisschen anders. Wichtig aber natürlich auch immer, vielleicht nochmal der Hinweis, schaut bitte auf die Mindestanforderung von dem Spiel, weil ich habe auch von vielen mitbekommen, dass sie noch nicht mal die Mindestvoraussetzungen erfüllen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass das eine oder andere vielleicht nicht funktioniert. Ne? Deswegen da auch immer nochmal reinschauen in die Mindestanforderungen des LS22. Aber ansonsten, es gibt so viele Mods mittlerweile schon, tolle Sachen, die jetzt auch im Mod-Hub gekommen sind. Und wir fahren jetzt hier einfach mal am Hof. Wir sehen jetzt auch den Energiebalken dort. Ist sehr wendig, das Gerät. Ich finde es persönlich sehr gut. Hier haben wir, wir können mal kurz anhalten. Hier haben wir natürlich den Raps. Der ist schon zu 100% gedüngt. Die anderen Felder können wir erst in der nächsten Wachstumsstufe düngen. Dazu habe ich auch Pflegebereifung schon ausgerüstet hier bei meinem Fahrzeug. Sodass wir dann da auch noch Pflanzenschutz ausbringen können, falls wir Unkraut haben. Ne? Wir können da natürlich auch mit dem Striegel arbeiten. Aber mit diesem kleinen, tollen und feinen Fahrzeug können wir schon viele, viele tolle Dinge machen. Bedeutet, wir können hier natürlich die Kalkpaletten damit transportieren. Ne? Das ist auf jeden Fall auf der einen Seite schon mal ganz gut. Da kann ich die hier mal wegfahren. Die stehen nämlich ein bisschen ungünstig. Und das Palettenhandling ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gelöst. So, die können wir jetzt mal woanders hinfahren. Vielleicht irgendwie im Trockenen. Die können wir vielleicht in die Garage bringen. Damit die schön trocken lagern, ne? Wäre jetzt so meine Idee. Gucken, ob der überhaupt den Kalk da hochbekommt. Weil Kalk ist halt relativ schwer, ne? Ich guck mal. Ich hoffe es zumindest. So, wir fahren mal ran hier. Müsste eigentlich klappen, oder? Ja, so gerade eben. Ihr seht schon, ey. Hebt hinten richtig ordentlich aus. Und den Spaß werden wir jetzt über Winter quasi einlagern. Hier in unserer Garage. Dann haben wir das Ganze dann auch drin. Da haben wir halt die Ladestation. Da können wir das Gerät dann ohne weiteres auch hinstellen. Ne? Sobald man sich hier nähert mit dem Fahrzeug, wird es halt grün. So, zack. Und jetzt könnte ich R drücken und das Ganze aufladen. Das kann ich gleich vielleicht nochmal demonstrieren. Es braucht, glaube ich, 10 Minuten, bis er komplett aufgeladen ist. Ist, glaube ich, auch von Elektro zu Elektrogerät unterschiedlich. So, später, wenn wir dann eine richtige Halle haben, können wir das natürlich ohne weiteres auch woanders einlagern. Aber dazu brauchen wir noch ein bisschen Tatas und ein bisschen Geld. Deswegen laden wir das einfach mal, damit es trocken bleibt, in unserer kleinen Garage ein. Ne? Da war ja ursprünglich das Fahrzeug. Das haben wir ja verkauft, weil wir es jetzt nicht wirklich benötigt haben. Deswegen finde ich das nicht allzu schlimm. Wir werden hier auch die Scheune irgendwann wegmachen. Die Heu- und die Stroh- und Heugeschichte. Das ist auch das einzige Lager, was wir da haben. Denn wir haben jetzt nicht wirklich irgendwelche Dinge, die man damit transportieren muss oder so. Aber der kleine Schäfer ist auf jeden Fall echt eine gute Sache. Heißt der Schäfer? Ich weiß nicht, ist das ein Doppel-F, ne? Sagen Schäfer. So, das ladern wir jetzt auch nochmal ein. Sehr gut. Das können wir auch ohne weiteres übereinander stapeln. Das geht halt auch.
Das heißt, heute eine kleine Aufräumfolge und dann will ich noch ein paar Fahrzeuge reparieren, denn ich habe mir noch so einen kleinen aus Mod-Hub, so einen kleinen Werkstatt-Trigger erstmal geholt. Der ist auch nicht teuer, kostet 1000. Könnt ihr über das Baumenü quasi platzieren, damit wir unsere Geräte hier zumindest mal reparieren können. Und ein bisschen warten können, weil Wartung ist halt echt wichtig. Es ist wirklich sehr wichtig. Die Abnutzung, ich denke mal, es wird nochmal angepasst werden in dem neuen Patch, weil es schon sehr krass ist. Aber dafür gibt es ja halt auch eine Mod, damit das Ganze nicht allzu teuer ist. So, sehr schön. Dann haben wir da hier schon mal so ein bisschen aufgeräumt. Ja, Hallen und so weiter, ja gut, können wir uns erstmal nicht leisten. Da müssen wir erstmal noch ein wenig abwarten. So, fahren wir den ganzen Spaß hier einmal rum. So, dann können wir nämlich die Palette hier quasi mal hier hinstellen. Huch, dann laden wir das Ganze einmal ab hier. Und das Paletten- und Ballenhandling ist halt wirklich tiptop 1A, ne? Das ist wirklich richtig gut geworden. So, jetzt können wir das Fahrzeug hier einfach mal ranstellen, wenn wir wollen. So, es leuchtet. Wir entlasten die Gabel, schalten das Gerät aus und dann drücken wir R. Und dann wird er das Ganze, glaube ich, jetzt auch aufladen, oder? Ich guck mal gerade kurz. Es geht jetzt mit der Taste R. Ah, Ladevorgang starten, genau. Wir müssen hier genauso hinfahren, dass wir halt den Ladevorgang starten können. Ich guck mal gerade. Da haben wir es jetzt. Schalten mal aus. Und ist das noch ein Fehler, dass ich es jetzt nicht laden kann? Oder man kann es jetzt nicht laden? Ah, okay, der ist noch ganz voll, deswegen ploppt das direkt wieder weg. Müssen wir einfach mal gucken, wenn wir dann, quasi dabei sind, wenn das Fahrzeug mal so ein bisschen leer ist. Aber ich denke, der ist auf jeden Fall ein guter, günstiger, ja auch natürlich umweltschonender. Ja, kleiner E-Frontlader. Ne? Wobei Batterien natürlich auch letztendlich eine gewisse Ressourcen brauchen. Wir machen hier mal zu. Ne? Dann sind wir da schon mal soweit fertig. Ne? Das heißt, hier haben wir die Ladestation. Und auf der anderen Seite, hier vorne, da habe ich einen Wassertank weggebaut. Da werden wir jetzt hier den kleinen Trigger platzieren. Da vorne habe ich die Gewichte platziert. Mal Shift links und P. Und da können wir, ich glaube bei Tools war das, guck mal hier, die kleine Werkstatt. Ne? Den können wir hier platzieren. Das ist so ein kleiner Trigger, den wir hier haben. Den baue ich jetzt einfach hier mal hin. Zack. Ne? Dann ist der dann quasi da. Da kann man einfach mit dem Fahrzeug jetzt hier ranfahren und kann die Fahrzeuge reparieren. Ne? Finde ich zum Beispiel auch eine nette und coole Sache. Ne? Wenn man sich das Ganze jetzt hier mal anschaut. Wir haben ja hier den Valtra schon ordentlich genutzt. Das heißt, wir schalten den mal ein hier. Starten den mal. Und fahren mal hier zu unserem jeweiligen Trigger. Das heißt, ihr müsst da einfach ranfahren in den Trigger und dann könnt ihr das Ganze ohne weiteres reparieren. Ich würde das immer so ein bisschen weglassen von dem eigentlichen Kercher hier. Da hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass es vielleicht noch eine andere Version gibt. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal was. So, guck mal, jetzt können wir es reparieren. Reparaturkosten sehr hoch, ne? Ich habe jetzt auch die reduzierten Geschichten schon mit dabei. Ja, das heißt, dass die, die jetzt ein bisschen langsamer abnutzen. Ne? Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. So, jetzt können wir den ganzen Spaß nochmal einmal sauber machen, hier den Traktor. Und da können wir andere Geräte natürlich auch noch machen. Ne? Die haben natürlich auch Gebrauchsspuren, die bleiben. Ne? Die kann man nur mit neu lackieren quasi beheben. Ob man das machen muss oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Euch gefällt auf jeden Fall der Valtra hier. Ist, denke ich mal, ein gutes Fahrzeug. Mit den Gängen, habt ihr auch geschrieben, der zieht manchmal den Lastengang nicht. Das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich denke auch, dass das mit dem Patch, der laut Giants im Dezember noch kommen soll, dann der viele kleine Dinge beheben soll, ne, dann auch quasi das noch mit korrigiert so ein bisschen. Ne? So, dann haben wir das Fahrzeug auch mal sauber. Jetzt gucken wir mal, haben wir noch irgendwas, was wir säubern könnten? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube hier die Mulcher und sowas, ne? Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Mulcher und die Walze sind auch ein bisschen dreckig. Wobei, das ist jetzt nicht so tragisch, ne? Ich würde den jetzt einfach mal hier
beiseite stellen. Wir haben halt noch keinen Unterstand. Ne? Wir haben noch keinen Unterstand. Bei dem Ganzen ist jetzt auch nicht so, so schlimm. So, ich parke den jetzt hier mal rückwärts ran. Das heißt, wir haben uns darum so ein bisschen gekümmert. Wir können auch mal gleich mal gucken bei den Eiern, ob wir da auch schon was haben. Dann natürlich Gewicht entlassen. Zack, vorne runter. Fahrzeug ausschalten. Ne? Immer ganz wichtig. Eier haben wir, glaube ich, auch schon ein paar. Ne? Tomaten müssen wir uns drum kümmern. So, sind jetzt noch nicht allzu viel. Wir könnten natürlich noch ein paar Hühner mit dabei holen, aber die vermehren sich natürlich auch. Was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir jetzt, stimmt, hier haben wir die Spritze. Wir können mal kurz bei Aufträgen gucken, ob wir da noch was haben. Weil mit der Feldspritze könnten wir auch noch arbeiten. Wir haben Ernten. Ernteaufträge sind noch ein bisschen buggy. Da warte ich nochmal das Update ab. Und wir haben ja Düngeraufträge, ne? Bedeutet, die könnten wir, hätten wir eigentlich auch noch machen können. Lass uns mal kurz überlegen, was wir machen könnten. Ich könnte ja hier, weil das Lager ja sowieso wegkommen sollte. Was kriegen wir denn dafür? Wert 31.000. Weil wir dann noch Stroh drin haben, ne, kriegen wir die 31.000 plus dann noch das, was da drin ist. Da ist nämlich ein bisschen noch Stroh drin. Also das Strohlager würde ich dann irgendwann hier komplett entfernen. Und da würde ich dann ja später eine andere Halle packen. Aber mit dem Geld könnten wir uns schon einen Unterstand bauen, ne? Wie doch ist denn der Unterstand von Hörmann? So, gucken wir mal. Na gut, die Halle ist halt recht teuer, ne? Die kostet 106.000. Hier hätten wir so einen kleinen Fahrzeugunterstand, ne? Wenn wir den hier uns hinbauen, den könnten wir zum Beispiel hier hinbauen, dann könnten wir die Fahrzeuge hier reinstellen, ne? Vielleicht noch das eine oder andere Gerät, ne? Wird auch gut hier hinpassen, meine ich. Und dann hätten wir das irgendwie auch noch. Das wäre jetzt irgendwie noch so meine Idee, was wir da noch machen könnten. Ich starte mal kurz den Steier hier. Weil den können wir gleich erstmal umrüsten. So. Ich würde das jetzt hier erstmal einmal runterlassen. Ne, damit Q könnt ihr, damit Y könnt ihr dann die Sachen abmachen. Hier in diesem Falle bei dem Tank vorne halt nicht. Aber ihr müsst es runterlassen. Dann mit Y gedrückt halten, den Schlauch und nochmal die Zapfwelle entfernen. Bei manchen habe ich Sounds, bei manchen nicht. Ich habe schon die neueste Version von Peter H. Aber irgendwie, bei manchen Geräten macht es halt nicht. Oder ja, oder eben halt, manchmal kommen sie nicht. Da ist natürlich manuell ankuppeln. Da gab es also auch schon ein Patch, das hat da auch schon reingepackt. Aber bei manchen Geräten hat er diesen Druckluft Sound nicht. Aber ich glaube, nur bei den Geschichten, wo auch wirklich Druckluft dran ist, wie zum Beispiel ein Kipper oder so, ne? Da ist es, glaube ich, so. So, den Steier können wir auch mal reparieren. Und ihr könnt natürlich hier auch umkonfigurieren. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier umstellen wollt, ne? Wir können auch hier eine Zwillingsbereifung machen. Sieht natürlich auch sehr geil aus. Aber ich wollte eigentlich Breitreifen haben, ne? Breitreifen sind cool. Ne, wir können das Kennzeichen jetzt hier auch noch ändern. Das lassen wir jetzt einfach mal. Und jetzt haben wir hier wieder die Breitreifen drauf, ne? Das heißt, den Waldtrag könnten wir auch noch umkonfigurieren. Und dann hole ich mir nochmal Gewicht hier vorne. Sehr schön. Das koppeln wir dann auch nochmal dran. Und ich finde das mit dem manuellen Ankuppeln auf jeden Fall gut gelöst. Man kann es auch im Menü ausschalten, wenn man jetzt einfach keinen Bock mehr hat da drauf. Ja, so ein Stückchen weiter ranfahren. So, dann Q drücken, dann nimmt das auf. Dann natürlich noch manuell hochfahren, ne? Das ist halt auch wichtig. Und ich finde den kleinen Werkstattträger, den finde ich halt sehr gut. Der ist kostengünstig. Klar, man kann auch die Hallen nehmen, aber die Hallen sind halt sehr teuer zu Beginn. Und den denke ich, da brauche ich nie mehr zum Shop hin und her fahren. Weil den Shop, den kenne ich ja schon in- und auswendig. Beispielsweise. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Belga-Kipper, der Druckluft hinten wegen den Bremsen und so weiter, dran mache, dann hören wir gleich ein leises Zischen. Machen wir mal eben kurz. So, kommt natürlich kein Q, ne? Der mitbekommen, dann einmal mit Q, wenn wir richtig rangefahren wären, das Ganze dran machen. Ach Leute, es ist manchmal echt lustig. Ich muss mich selber lachen drüber. So, und jetzt? Der hört diesen Druckluft. Ich mach's nochmal kurz. So, müssen wir manchmal einfach nochmal weggehen.
hört das, ne? Zack, da haben wir es dran gemacht. Und ja, liebe Freunde, ich würde sagen, ne, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Heute mal so eine kleine Folge, nur das Fahrzeug gekauft, ne, einen Werkstattträger platziert. Ansonsten würden wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge mal ein bisschen mit dem Verkauf hier, mit den jeweiligen, den Salat so ein bisschen kümmern und um die Tomätchen. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Stroh verkaufen, sodass der ganze Stroh dann auch weg ist. Und ich bedanke mich recht herzlich wie immer fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst gerne ein Däumchen da. Ne, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.